Du begeisterst dich für einen Arbeitsplatz in luftiger Höhe und möchtest eine Pilotin bzw. ein Pilot werden? Dann erfahre in den kommenden Minuten Wissenswertes über den Pilotentest, der dich im Zuge des Bewerbungsverfahrens erwarten wird. Wusstest du, dass laut Prognosen des US-amerikanischen Unternehmens The Boeing Company bis 2040 alleine in der europäischen Luftfahrt rund 115.000 neue Berufsflieger benötigt werden? Du siehst, der Bedarf an Pilotinnen und Piloten ist und bleibt ungebrochen. Doch obwohl sie händeringend gesucht werden, werden angehende Pilotinnen und Piloten im Rahmen des Auswahlverfahrens einige Hürden in den Weg gestellt. Dies geschieht jedoch nicht aus dem Grund, Bewerberinnen und Bewerber zu ärgern, sondern um sie eingehend zu prüfen. Warum? Gerade der Fliegerberuf bringt in puncto Personenbeförderung eine enorm große Verantwortung mit sich. Genau das ist der Grund, warum sich alle Fliegerinteressierten vor dem Karrierebeginn einen mehrtägigen Auswahltest stellen müssen. Wie dieser Einstellungstest aussieht, das erfährst du jetzt. Der Eignungstest für Pilotinnen und Piloten, kurz Pilotentest, gilt als einer der schwierigsten Einstellungstests überhaupt. Die Durchfallquote liegt bei ca. 90%. Doch du musst nicht verzweifeln, denn mit einer optimalen Vorbereitung lässt sich dieser Test meistern. Dazu später mehr. Zunächst ein paar allgemeine Informationen zum Pilotentest. Der Auswahltest für Berufspilotinnen und Berufspiloten findet im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, in Hamburg statt. Aufgeteilt ist dieser Test in zwei Teile. Die Berufsgrunduntersuchung, kurz BU, und die Firmenqualifikation bzw. Group Qualification, kurz GQ. Bevor wir auf die Firmenqualifikation eingehen, erfährst du zunächst etwas über die Berufsgrunduntersuchung. Die BU bestehen ca. 20-30% aller Bewerberinnen und Bewerber. Für die Untersuchung solltest du insgesamt 1,5 Tage einplanen. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit musst du viele verschiedene Tests mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad absolvieren. Unter anderem werden folgende Fähigkeiten bei der BU überprüft: technisch-physikalisches Grundwissen, technisches Verständnis für bestimmte Vorrichtungsfunktionen, englische Sprachkenntnisse, mathematisches Wissen, logisches Denken, Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit, Orientierungsvermögen sowie sensomotorische Koordinationsfähigkeiten. Eine umfassende Vorbereitung auf alle Testbestandteile ist unumgänglich. Andernfalls könnte der Pilotentest schon an dieser Stelle für dich vorbei sein. Schneidest du bei der BU gut ab, so geht es im Anschluss mit der Group Qualification weiter. Bei der GQ trennt sich die sogenannte Spreu vom Weizen. Denn diesen zweiten Testteil bestehen lediglich 10% aller Teilnehmenden. Die 2- bis 4-tägige GQ bildet den Abschluss des Pilotentests und prüft vor allem diese spezifischen Firmenanforderungen: die Kooperationsverhalten, Koordinations- und Steuerungsfähigkeiten, Selbstreflexion, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin, Engagement und Motivation. Die meisten dieser Fähigkeiten werden von den Prüferinnen und Prüfern mit Hilfe eines Assessment Centers, also beispielsweise mit Hilfe von Rollenspielen, Gruppendiskussion, Präsentation und Einzelinterviews, ganz genau unter die Lupe genommen. Du möchtest zu den 10% gehören, die sich am Ende einer der begehrten Sitzplätze im Cockpit freuen können? Dann ist eins von großer Wichtigkeit: eine rechtzeitige und intensive Vorbereitung auf den Pilotentest. Wie wäre es mit einer interaktiven Online-Vorbereitung mit zahlreichen Aufgaben, Fachwissen und Videos? Falls diese Art des Lernens für dich in Frage kommt, dann empfehlen wir dir unseren Pilotentest-Online-Test-Trainer. Übst du mit diesen kontinuierlich, so kommst du deinem Traumberuf in luftigen Höhen ein großes Stück näher. Das war unser Überblick über den Pilotentest. Falls du noch offene Fragen hast, beantworten wir dir diese gerne in den Kommentaren. Dir hat das Video gefallen? Dann hinterlasse uns einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir dein Plakos-Team.